Ich stehe unter der Woche immer um 5 Uhr auf und deswegen kann ich auch am Wochenende gar nicht so lange schlafen. Und obwohl ich mir keinen Wecker stelle, wache ich trotzdem meistens schon so um 7 Uhr auf. Und wenn ich nichts zu tun habe, dann lege ich mich nochmal gerne ins Bett und nehme mir meistens ein Buch und lese dann etwas in diesem Buch. Momentan lese ich The Secret History. Ich werde euch dazu auf jeden Fall bald auch noch eine Review geben, beziehungsweise euch auch nochmal genau zeigen, wie ich meine Bücher kommentiere, weil ich dazu auch mehrere Fragen bekommen habe. Tatsächlich zeige ich euch auch auf Instagram und auf TikTok öfter mal Einblicke, wie ich lese, was ich gerade lese, deswegen schaut da gerne vorbei, falls euch das interessiert. Dann mache ich als allererstes immer mein Bett, weil das die Versuchung, wieder sich ins Bett zu legen, auf jeden Fall vermindert. Und dann ziehe ich mich an, heute etwas sehr Herbstliches für meine Herbstmorgenroutine. Dieser rote, wie nennt man das, Cardigan, Strickjacke, wie auch immer, und gehe dann direkt ins Bad, weil ich es am liebsten mag, mich direkt fertig zu machen. Fun Fact, ich benutze jeden Tag Sonnencreme. Das hat mir meine Mutter beigebracht, auch wenn die Sonne nicht scheint. Das machen die Leute in Korea nämlich so und ich muss sagen, ich vertraue koreanischer Skincare sehr doll und deswegen mache ich das auch so. Also Leute, falls ihr von mir erwartet, dass ihr jetzt ein Tumblr, TikTok, Aesthetic, That Girl Breakfast bekommt, dann seid ihr hier leider falsch. Bei mir gibt es sowas gar nicht. Meine Gerichte sehen eigentlich gar nicht immer so schön aus. Ich esse auch relativ uninteressante Sachen. Wie ihr hier sehen könnt, ich habe einfach Brot gegessen mit ein bisschen Obst und Gemüse. Und ja, meine Familie schläft meistens noch um diese Uhrzeit, deswegen esse ich Frühstück alleine. Finde es aber auch okay, ist ziemlich gemütlich. Hab da noch eine Kerze angemacht. Und ja, war ein sehr cozy Morgen. Unsere Spülmaschine läuft meistens über Nacht, deswegen ergibt es sich, dass der Erste, der morgens aufsteht und Geschirr benutzt, den auch sofort ausräumt. Nach dem Zähneputzen muss ich erstmal meine Pflanzen gießen. Das mache ich jeden Samstag, also ich mache es nur einmal die Woche. Ich muss sagen, ich habe gar keinen grünen Daumen. Ich habe keine Ahnung, aber als ich diese Pflanzen bekommen habe, wurde mir gesagt, dass ich die einmal die Woche ungefähr gießen soll. Deswegen mache ich das und ja, in diesem Video tropft das irgendwie nur, weil es auch die letzten Reste waren von der Gießkanne. Normalerweise gieße ich sie richtig, ich verspreche es euch. Ich habe diese Morgenroutine an einem Samstag gefilmt und ich mache am Wochenende gerne Deep Work Sessions. Das heißt, ich setze mich gerne morgens hin und arbeite dann für 2 bis 3 Stunden konzentriert. Sonst würde ich das über den Tag verteilt bzw. über das Wochenende verteilt machen, was ich aber nicht gut finde. Ich finde es besser, wenn man sich einmal konzentriert hinsetzt und dann da ganz viel Arbeit schafft. Und das mache ich gerne morgens, weil es dann auch ruhig ist und ich da genug Zeit habe. Und mache dann eben meine Deep Work Session. Allerdings plane ich auch immer noch zuerst meinen Tag, damit ich dann genau weiß, was ich zu tun habe. Mache ich eigentlich auch schon den Abend davor, aber dann noch ein bisschen spezifischer an dem Morgen. Und generell, falls ihr so Study With Me Livestreams haben wollt, könnt ihr gerne mal in der Infobox vorbeigucken. Ich werde euch dann ein paar Videos verlinken, denn ich habe da auch schon mal ein paar gedreht. Die helfen mir auch immer sehr, mich zu konzentrieren. Und ich hoffe, dass sie euch auch helfen, beziehungsweise habe schon mehrere Kommentare bekommen oder bekomme eigentlich zahlreiche Kommentare dazu. Und es freut mich immer sehr. Es werden auf jeden Fall bald auch wieder Study Streams folgen. Wahrscheinlich auf TikTok, aber schaut da gerne nochmal bei Instagram und TikTok vorbei, da werde ich euch immer updaten und nochmal genauere Infos hinterlassen. Ich beantworte auch nochmal ein paar Kommentare und mache generell so Organisations-, Administrations-, Buchhaltungskram, bevor ich mich eigentlich immer drücke, aber Eat the Frog, ihr kennt die Methode. Habe ich euch ja schon öfter gezeigt, ihr müsst den Frosch, die blödeste Aufgabe, direkt am Morgen essen, als erstes diese Aufgabe machen, dann wird der Tag nur einfacher. Ich mache es immer gerne so zum Sprachenlernen, dass ich mir direkt authentische Videos angucke von Leuten, die diese Sprache sprechen. Zum Beispiel jetzt eben Spanisch, da gucke ich einfach spanische YouTuber an und praktiziere damit das Hörverstehen, aber auch ein bisschen die Grammatik, weil ich finde, dass man immer so Grammatikstrukturen raushört. Natürlich auch Vokabeln, ich schreibe die auch teilweise auf, wenn ich denke, dass es Vokabeln sind, die ich selbst noch nicht so gut, die ich nicht kenne oder die ich gut noch gebrauchen könnte. Und das mache ich sehr gerne, eigentlich fast jeden Tag, was mir gerade auffällt.
Ich schreibe sogar übernächste Woche einen Vokabeltest in Spanisch. Aber ich habe doch immer wieder ein bisschen gelernt, weil ich mache es immer so, dass ich die Vokabeln zwischendurch lerne, wenn ich mal so eine Minute Zeit habe. Aber guter Punkt, das muss ich auf jeden Fall die nächsten Tage auch noch mal ein bisschen intensiver dann machen. Ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar hat meine gute Freundin Jenny heute auch eine Morgenroutine hochgeladen, wo ihr ihren Morgen sehen könnt. Ich finde ihre Videos immer so schön. Sie macht es immer total ästhetisch und man kann den Herbst wirklich rausspüren. Wir haben schon öfter darüber geredet, dass wir beide den Herbst total lieben. Und vor allem diese Ästhetik und die Farben, die dann rauskommen und diesen Vibe, den man spürt. Und den spürt man vor allem auch in ihren Videos. Deswegen guckt ihr sehr gerne vorbei. Jenny macht auch Videos zum Thema Schule und zum Thema Self-Care. Es gibt auch viele Vlogs und ich finde es immer total cool, mit ihr zu reden, mit ihr auszutauschen und auch ihre Videos zu gucken. Also es lohnt sich auf jeden Fall. So, ich habe jetzt gerade mal mein Handy wieder angemacht und eine Insta-Story gepostet, wo ich euch erzählt habe, was ich heute so mache. Das poste ich ab und zu mal bei Instagram auf meinem Account in meiner Story. Ich habe eben meine To-Do-Liste einfach gepostet und euch gefragt, was ihr so macht. Übrigens, das hier ist mein Instagram-Account. Folgt mir da sehr gerne. Ich heiße Lage-Emily-Official, wie auch auf TikTok und poste täglich Tipps in meiner Story, aber auch generell Tipps unter meinen Posts. Ja, und immer so Eindrücke meines Lebens. Sehr zu empfehlen. Aber jetzt machen wir einen Herbstspaziergang. Dann ist es Zeit für einen kleinen Herbstspaziergang mit meinem Hund Flo. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Vlog, diese kleine Morgenroutine gefallen hat. Vergesst auch nicht, noch bei Jenny vorbeizugucken. Da findet ihr noch eine weitere Morgenroutine. Und vergesst auch nicht, meinen Kanal hier zu abonnieren für mehr Videos dieser Art. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.